Freunde, als ich über das Thema nachgedacht habe, warum machen wir das Ganze überhaupt so, ne? Warum ein so technisches Thema, so nah am Grundgesetz, ja, mit Paragraphen und all dem, warum ist das dem Bund so wichtig, vom Rangern, von den Rangern Bund, warum pochen die da immer wieder drauf, dass wir das jedes Jahr immer wieder machen, warum ist das dem Jugendamt so wichtig, wenn wir mit denen reden und das entsprechend mit unserem Konzept vorstellen, dass sie sagen, ja, das ist tatsächlich auch wichtig. Gestern unter der Dusche habe ich es für mich so ein Stück weit noch mehr verstanden. Ich habe über Abedi nachgedacht so, ne, und dachte, hey, was für ein cooler Typ. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass er gar nicht so heißt. Ja, der heißt gar nicht Abedi. Ja, in seinem Pass steht was anderes. Ich habe mich neulich auch getraut und habe ihn gefragt. Ja, aber ich werde es euch nicht verraten, das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Aber bei den Rangern ist das so, wir haben halt Ranger-Namen. Ne? Und diese Ranger-Namen, die machen unseren Charakter aus, so ein bisschen. Ne? Die beschreiben so ein bisschen, wer wir sind. Also wir haben da so Navi, ne? Also wenn man in seinem Windschatten hinterher schleicht, dann kommt man auf jeden Fall ans Ziel. Ne? Und dann haben wir so, ne? Also der, immer wenn man sich wegdrückt, verbindet er seine Knoten mit so Spax-Schrauben, ja. Und wir haben andere, ne? Also zum Beispiel Dixie, ich will ja gar nicht wissen, warum der so heißt. Und bei den Rangern vergeben wir so ein bisschen einen Namen nach einem Charakter, wenn wir jemanden dabei erwischen. Prince Charming hat auch so seinen Namen bekommen, ne? Dieser Name macht einen Teil seines Charakters aus. Und in der Bibel werden Namen auch immer wieder vergeben. Ja, man kann so einen Namen bekommen mit der Geburt und bei einigen wenigen Ausnahmen sagt Gott ganz klar, wie diese Menschen zu heißen haben. Aber ich glaube, keiner von euch hat so einen Namen bekommen, oder? Hat sich jemand seinen eigenen Namen ausgesucht? Ja? Keiner. Also ich bin, glaube ich, der Einzige hier, der sich tatsächlich seinen eigenen Namen aussuchen durfte. Da ist mein Papa, ihr könnt ihn fragen. Als wir nach Deutschland emigriert sind, kannte kein Mensch diesen komischen Namen Dmitri, ne, ohne I. Und dann muss ich mir aussuchen, entweder Dimitri, Dietrich, Dietmar oder irgendwie noch was, Dieter. Ja, und ich war einer der wenigen, die sich tatsächlich seinen eigenen Namen aussuchen durften. Leider ist das mit dem Charakter, der hinter den Namen steht und mit der Identität und mit der Berufung nicht immer so. Ja, aber die Berufung und die Identität, die kann man sich erarbeiten. Und in der Bibel sieht man immer wieder, dass Gott eingreift und mit Namen Identitäten und Berufungen freisetzt. Ja, wir haben zum Beispiel Abraham. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ein bisschen weiter in Mose. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also das sind Menschen, die erarbeiten sich einen Namen, ne, so ähnlich wie bei den Rangern. Aber was hat das mit Identität zu tun? Was hat das mit dem Thema zu tun, weshalb wir hier sind? Bei Johannes haben wir das auch so, ne? Er bekommt einen Namen. Jesus vergibt Petrus einen Namen. Das ist ganz, ganz spannend und immer wieder gibt es darüber Predigten, warum das so ist und so. Und dieser Fels ist für uns immer noch eine Stütze. Und unter der Dusche ist mir klar geworden, hey, das, was bei den Kindern der Feind wegraubt, ist die Identität, wenn die unter Kindesmissbrauchs oder unter diesen Wunden leiden. Und der Feind raubt den Schwächsten der Gesellschaft ihre Identität, wenn die sich noch nicht wehren können. Wir als Ranger, wir als Christen, wir als Gemeinden und als Jugend- und Kinderarbeit haben nachher die Aufgaben, die Scherben des Feindes aufzusammeln und daraus wieder das zu machen, was Gott sich gedacht hat. Denen die Identität Gottes in ihr Herz zu sprechen. Was hat sich Gott mit diesen Kindern gedacht? Der Feind hat ein leichtes. Wenn er Kinder zerstört, die jetzt sich noch nicht wehren können, die dann aufwachsen, zu Erwachsenen werden, die verbittert sind, die Wunden in sich tragen und die so viel mit sich selbst zu tun haben, dass sie es nicht schaffen, die Liebe Gottes für andere zu übergeben.
Und wir haben die Aufgabe, das zu verhindern. Wir haben die Aufgabe, diese Wunden zu heilen. Und wir haben die Aufgabe, die Identität Jesu in die Herzen dieser Kinder zu legen. Was ist denn die Identität in Jesus? Ich bin heilig und gerecht vor Gott, Epheser 4. Ich bin ein Bürger des Himmels, Philipper 3. Ich bin ein Auserwählter Gottes, heilig, geliebt, Kolosser 3. Wisst ihr, wie wenig Menschen das wirklich glauben können, dass sie geliebt sind? Weshalb? Wegen solchen Wunden. Ich bin ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Ich bin ein Teil der himmlischen Berufung, Hebräer 3. Ich bin ein lebendiger Stein, mit anderen zusammen von Jesus Christus zu einem geistlichen Haus gebaut. 1. Petrus 2. Ich bin ein Mitglied des auserwählten Geschlechts, der königlichen Priesterschaft, des heiligen Volkes, des Volkes des Eigentums. 1. Petrus. Dann auch für die Ranger was, ne? Ich bin ein Fremdling und Pilger in dieser Welt. Also die Perspektive nach vorne in die Ewigkeit, aber wir sind unterwegs. Und das Leben hier auf der Welt als Hike. Ne? Ich bin von Gott geboren und der böse Satan kann mich nicht antasten. 1. Johannes 5. Ich bin Christi Freund. Ganz banale Sachen. Ja? Wahrheiten, die für uns gelten. Menschen mit Wunden in sich nicht annehmen können, weil der Feind so viel zerstört hat. Und wir sind hier, um heute diese Dinge vorzubeugen. Wir sind hier, um diese Dinge frühzeitig zu erkennen und für diese Menschen ganz gezielt beten zu können und vielleicht das eine oder andere auch daran ändern zu können. Wir stellen uns entschieden dagegen und stiften Frieden und Identität in Jesus, welche den Kindern eine Freiheit zur vollständigen Entfaltung bietet und sie frei macht von ihren Wunden, damit sie in unserer Gesellschaft ihr volles Potenzial entfalten können. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Dieses Heil finden wir dann in einem anderen Namen, ne? In dem Namen von Jesus. Der hat Gott Jesus gegeben, weil das seine Identität ist, seine Berufung, mit der er uns freigemacht hat. Und was hat das mit uns als Mitarbeiter zu tun? Wieso sind wir hier als Mitarbeiter in den einzelnen Arbeitsgebieten und Bereichen der Gemeinde? In Römer 15 steht, da sagt das Paulus von sich aus, und ich hoffe, ihr könnt da mitgehen. Dabei setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht genannt wurde. Er setzt alles rein, ne? Die ganze Energie. Und deswegen sind wir auch als Ranger jedes Mal aufgefordert, nicht die Hälfte zu geben für diese Kinder, nicht ein Viertel und nicht die Zeit, die übrig bleibt, sondern alles. Und unsere Zeit, die Zeit ist kostbar. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Nachdenken. Jetzt in einer so aufgewühlten Zeit, wo wir uns der Endzeit gefühlt näher stehen als je zuvor, sagt Jesus in Offenbarung 2, Vers 17, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und das Coole ist, auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Was auch immer dieses Geheimnis zu bedeuten hat. Ja, aber es gibt noch mehr Identität in Jesus, auf die wir uns freuen können. Ja, okay, dann leg mal los, mein Lieber.